Guten Tag, Saving mein Name, Zeit eine Ära zu prägen. Letztes Vorbereitungsspiel für die WM. Wir spielen gegen Kolumbien und wir testen jetzt unsere neue Aufstellung. 4-4-2, defensive Ausrichtung. Susi Moon spielt wieder mal. Ich finde es einfach so schön in letzter Zeit, das spielen wir jetzt öfter mal. Gibt doch keine Copyright-Probleme, umso besser. Dann gucken wir mal, was mit Klostermann wird. Ich bin immer noch ein bisschen angespannt. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich eher darauf hinausgehen, dass wir das canceln müssen. Und dann, wenn wir neue Gelder haben, müssen wir es nochmal probieren. Fällt mir doch gleich mal ein, ich werde mal meinen Co-Trainer anweisen, dass der mal die Einstellung setzt. Ich habe gar keinen Co-Trainer. Besser? Den einen oder anderen. Den ich da entbehren kann. Start France, spielen wir. Start France in Paris. Heimspielstätte von Paris Saint-Germain. So. Dort habe ich Zettel und Stift parat. Mal gucken, was mir nicht gefällt, welchen wir mitschreiben. Schlafen wir heute wahrscheinlich auch schon in die WM. Freut sich nicht auf die Marseillaise. Ich kann die neue Taktik eigentlich auch schon mal beim Cottbus einstellen als Taktik. Eine der Möglichkeiten, wenn wir dieses 3-3-2-2 mal aussortieren. Das 4-4-2 mal einbauen oder ist das 4-4-1 besser? Wir werden mal gucken. Mit 4-4-2 war besser gefahren als mit 4-4-1-1. Nicht viel. Entscheidet sich nicht viel, aber. Ja, letztes Mal kann ich schon das Training einstellen, bevor ich das vergesse. Geht noch nicht. War erledigt. Noch Ospina am Tor, ja. Letztes Mal hatten wir nicht so viel Ballbesitz, aber waren drückend überlegen. Haben am Ende erst das Tor geschossen. Dann ist Japan nochmal gekommen, aber wir haben 2-0 gekontert. Wir hatten mal defensiv so gut, offensiv hat es mir nicht so gefallen. Waren wir zumindest nicht durchschlagskräftig. Hat mir nicht so gefallen, hätte ich fast gesagt, eigentlich gelogen. Alvarez Balanta, das ist immer ein Supermann zum Verpflichten gewesen. In der Beschreibung wird wie immer stehen Weltmeisterschaft, keine Spiele, keine Gegner. Denn wollen wir nicht spoilern. Ich meine, die Vorrundenspiele spoilert noch nicht viel, aber. Dennoch ziehen wir es einheitlich durch.
mache ich danach auch noch ganz viel Kaderplanung, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Jetzt bei 4 testen wir dann gegen den ersten Gruppenspielgegner. Wir spielen gegen Algerien, Saudi-Arabien, Dänemark. Naja, Algerien ist zwar schon ein Top-Gegner, Dänemark auch, aber eigentlich sind das Gegner, die wir alle schlagen müssen. Saudi-Arabien sowieso. Ich erinnere noch 2002, Deutschland Vorrunde, Saudi-Arabien 8-0 geschlagen. Das wird hier mal nicht passieren, aber wir durchstecken. Völlig falsche Spieler verpflichtet und ich sehe, dass ich Martial draußen gelassen habe. Aber naja. Ich gehe davon aus, wenn mich Frankreich entlässt und ich erweitere das auf Nationalmannschaften nach WMs und EMs, werden meistens viele Posten frei, weil die Trainer aufhören oder rausgeschmissen werden, je nachdem, ob Selbst- oder Misserfolg der Grund ist. Und dann finde ich zur Not eine andere Nationalmannschaft. Weil wenn mich Argentinien und Frankreich wollen würde und danach bin ich nicht jetzt erst Double-Sieger geworden, das heißt, wollten mich vorher schon. Wüsste ich nicht, warum die mich nicht mehr wollen sollten. Zur Not, ich kann auch in die zweite Riege gehen, sowas wie Belgien oder so. Ich mir auch vorstellen, zur WM zu führen, da kann ich mir den Kader so formen, wie ich will. Wir haben ein dezentes Abschlussproblem. Heute noch extrem hart gegen Japan. Argentinien nochmal Spanien wegknallt. So, der Cassette nehme ich raus, der ist verletzt. Ich hoffe, der ist nicht, fällt nicht für die WM aus. Dann fallen meine zwei Stürmersysteme langsam in sich zusammen. So, wen würde ich noch gern sehen? Was kannst du so spielen? Der Gussmann spielt wie aus einem Gussmann. Denke immer noch für England. Das ist ja die Man City. Tatsächlich. Bei mir damals schon richtig gut. 15, 16, den habe ich nie geholt, der war vorher schon da. Ich bin ja erst 2017, 18 in Cottbus gewechselt. Das ist glaube ich auch schon eine Realität. Das war ein Manager. Transfer, der schon zum Spielstart eingepflegt war. Oh je. Wir stehen natürlich, die könnte meinen, wir rühren Beton an. Nach vorne geht eigentlich auch, da geht nicht so viel wie ich dachte, aber auch eigentlich genug, nur wir treffen halt die Hütte nicht. Dafür, dass die Taktik aber überhaupt nicht eingespielt ist, läuft das eigentlich schon ganz gut. Mangelhaft eingespielt, noch weniger. Standard sein. Jeffrey Kondogbia. Weiter so verteidigen, sollte es jetzt vorbei sein.
Vorrunde noch gut durchrotieren. Ich hoffe, ich gehe eigentlich fest davon aus, dass wir in der Vorrunde durchkommen. Mehr oder weniger souverän. Mexiko spielt auch in Mexiko Volumen spielen, eine coole Taktik. Mit Libero. Das hat, glaube ich, Paris auch gespielt im Champions League gegen uns. Mal wissen. Flanke vom 1-0 von ich weiß gar nicht, wer von geflankt hat, war super gewesen, dass der hier stand und nicht dumm geschossen hat, sondern wirklich nur eine super Flanke schlägt. Ja, defensiv ist das ja atemberaubend gut. Das könnte ich mir vielleicht für Cottbus, das könnte eine Taktik sein, die ich für Cottbus auswärts bei Top-Teams verwende, wobei wir sind ja mittlerweile selbst ein Top-Team, klar, aber das hat ja in den letzten Jahren eigentlich auswärts immer ziemlich schlecht ausgewählt. Zu Hause das 4-2-4 oder das 4-1-2-3. Man darf sich natürlich nicht beirren lassen davon, dass wir hier Frankreich sind. Wir haben hier einen Weltmeister. Den Europameister, den habe ich ja letztes Mal vorgesorgt. Diesmal ist Klaus Derwig nicht zur Verfügung. Thomas Tuchel muss für Deutschland richten. Der Kaderplan hätte mir wirklich mehr Mühe geben sollen. Alles besser, wenn spätestens im Achtelfinale Brasilien wirft, gute Chancenverwertung angewiesen. Ich meine, hier ist die Super WM, die FIFA ja beschlossen hat, mit 48 Teams ab 2022 natürlich noch nicht eingepflegt. Also wir machen noch den altbekannten Modus, auch wenn er eigentlich in der Realität zu dem Zeitpunkt nicht mehr stattfindet. Dafür ist hier die WM von Katar nach Marokko verlegt worden. Was in der Realität stattfindet, Stand heute, ist sie immer noch in Katar. Leute wie Gerhard Schröder finden ja, dass Putin lupenreiner Demokrat ist und dass Katar diese WM verdient hat. Deswegen, Gerhard Schröder das sagt. Anderen Spiel müsst ihr mehr machen. Das ist 2-0 gewonnen, das ist schon mal gut. Fünf Tage, okay, das kann man verkraften. Ich werde aber einen Trainer finden, der sich für Frankreich bereit erklärt. Sehr schön. Schon mal einen neuen Co-Trainer. Er hat jetzt schon wieder debütiert für mich. So sehr magst, willst du nicht gleich zu mir wechseln? Gut, dass wir so ein Spieler ist, da wüsste ich gar nicht mit anzufangen.
verletzt ist Wildin ja niemand, das muss ich mir merken. Derzeit habe ich 3, 6, 9. So, du gehst ja eh, dann kann ich dich wieder in eine Karte schicken. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 Mann im Kader. Kommen aber noch ein paar dazu. Überlegt, ich werde dann bei Klostermann, wenn das nicht geht, werde ich Ratenkauf probieren, dass ich halt vieles erst später zahlen muss. Vielleicht kommen wir damit besser. €0, vielleicht ist das ja die Preiskategorie, die viele mich haben wollen. Ist auch nicht fair. Taktiktrainer. Nächste Berier sagt mir was, da war bestimmt mal Torwart gewesen. Habe ich da irgendwie Torwart vor Augen? Also mal dieses Toulon-Tournament ist, was mir hier angezeigt wird. Ich weiß es nicht. Nachwuchsturnier vielleicht oder vielleicht gut. Nationalmannschaft, die da spielt. Keine Ahnung. Enrique übernimmt bei den Bayern. Halt neu. Wann war der? Der war glaube ich hier gewesen. Cup der Meister. Eigentlich wegen Austria Wien. FC Kopenhagen. FC Arsenal. Rückennummern, was ihr wollt. Wurscht, wer hier welche Rückennummer bekommt. Jetzt kriegst du halt die 10, kriegst die 7. Wenn die Rückennummern irgendwas bedeuten würden. Heute in einer Woche geht's los. Julian, Claudia Saving. Miserablen Leistungen. Mal die BM. Gucken, ob es wieder so eine emotionale WM werden wird. Ich weiß noch, wie ich beim EM-Finale, da hatte ich wirklich Tränen in den Augen bei der Nationalhymne am Anfang. Weil das dann schon mal was Geiles, wenn man ins EM-Finale kommt, dann hört man seine eigene Nationalhymne. Und jetzt ist es ja nicht mal meine eigene, jetzt ist es ja nur die
Französische. Oh, wie lange bist du verletzt? 3 Tage. Gesagt. Jetzt gebe ich auch monatliche Raten dazu. Wenn die nicht dazu haben wollen. Zehn Toren bekommen sie nochmal 750.000. Wo kommen wir 5 nach 30 Spielen Nachschuss? Da mal neu handeln. Jetzt kann ich auch mein Geld nicht mehr so wichtig. Jetzt muss ich mein Gehaltsbudget auch überreizen. Das ist scheiße. Wustermann ist das letzte Puzzlestück, Puzzleteil, was ich gern haben würde. Abgelehnt. Die brechen direkt die Verhandlungen ab. Soweit hatten wir uns doch schon mal geeinigt hier. Was als Motivationsspritze dafür, dass ich hier so lange bin und erfolgreich bin. Werden wir jetzt mal bescheißen. Ich würde mal Leverkusen übernehmen und ich werde mir jetzt den Klostermann billig holen. Einfach weil ich so sehr schon drauf dran bin, dass ich jetzt ungern auf ihn verzichten würde. So, ab jetzt ist das ein Cheat-Let's Play. Gefällt. Der muss halt aussteigen. Aber ich hole mir jetzt Klostermann. Für 10 Millionen oder so. Kommen natürlich den Rest trotzdem. Den nicht mal so ein guter Spieler. In der Tantat hatte ich aber schon so häufig, die will ich gar nicht haben. Wir werden gar nicht häufiger bescheißen, wir lassen das einfach so. Erste Mal in der 8. Saison zu so einem Mittel greifen muss. Das erste Mal. Das ist eigentlich blödsinnig, dass ich überhaupt dazu greife, aber. Ne, der hat mir jetzt so in die Kaderplanung gepasst, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Denn ich will die WM voll und ganz mit Frankreich genießen und da will ich mich nicht mehr um den Kader kümmern. Und er ist ja das letzte Puzzlestück, danach ist der Kader eigentlich erstmal soweit fertig. Vielleicht geht Pledel noch, vielleicht geht Zickert noch, lassen wir uns überraschen. Haschischen Etagen kannst du immer jeden überraschen. So,
hatten wir schon mal so gut wie drinne. Gute Freikaufklausel. Kriegen wir das ja so hin. Schon mal bescheißen sind, könnt ihr eigentlich auch gleich Zickert abkaufen uns. Mit 20 Millionen. Das ist der Marktwert von ca. 7,25 Millionen. 6 Millionen. Mal probieren. Bananenbrote gehe ich jetzt überhaupt nicht ein. Also sehe jetzt, so gecheaten mein Manager. Zurückleihen können. Machen wir es so rum. Okay, meine Transfers gehen jetzt fix von der Bühne, damit ich hier starten kann. Cottbus schuldenfrei. Das sehe ich aber jedes Mal anders, wenn ich hier hingucke. Echt, dass wir gegen Algerien jetzt gut spielen, dass ich mich nicht ärgern muss. Zentrum ist beim Team natürlich alles. Wo spielst du eigentlich mittlerweile? In Liverpool. Mittlerweile Training einstellen, perfekt. So, erste Woche. Gleich mal fitness. Erste Woche ist mal ausgeglichen, danach geht es ins Fitnesstraining. Auch wenn ich ja angeblich bei meiner 4-2-4-4-2-Taktik sollte man ja für gewöhnlich als erstes Defensive trainieren. Habe ich ja mal extra eine Notiz gemacht, die irgendwann aufploppen wird. Am Ende des Ende Juni, das ist auf jeden Fall noch vor dem Beginn des ersten Trainings, das heißt, ich kann da nichts falsch machen. Klostermann ist Kapitän, na gut, dann kostet natürlich eine Menge Geld.
da mal absetzen als Kapitän, da freut er sich bestimmt. Wir werden Leno zum Kapitän machen. Ja, unser Staller wechselt da zu uns, wenn er unzufrieden ist. Selbstgänger, ich glaube, es gibt keine Selbstgänger. Wenn keine anderen Spieler verkauft. Die anderen Transferspieler, ich gehe gar nicht drauf ein, ich lehne weder ab, noch nehme ich an. Kommen die Spieler damit klar, dass sie im Hotel wohnen. Die Spieler geht es gut. Geht das als eine Aufgabe fokussiert, der Wettbewerb. So. Wir müssen mit dem Sieg starten, ansonsten geht in Frankreich schon die Welt unter. Wenn man da die Presse und die Medienlandschaft allgemein verfolgt, dann weiß man, ein Sieg und wir sind schon gefühlt Weltmeister. Eine Niederlage oder ein Unentschieden und das ganze Turnier ist eigentlich schon vorbei. Gebe ich natürlich Zickert ab, da habe ich noch weniger Eigengewächs im Kader, aber ist egal. Herzlich willkommen. Sehr schön. Okay, dann mit dem neuen Trainer, der dann kommt, könnt ihr euch rumärgern. So, Zickert. Gebrauch schon Druck, dann kann ich mich in Leverkusen wieder aufhören. Gerade noch, wenn ich wirklich Götze verkaufen wollen würde, wie viel würde ich für den bekommen? 15 Millionen. Auch nicht wahrscheinlich, aber. So. Heute habe ich gesagt: 4-2-4. Natürlich das, was ich Bestbesetzung halte: Hugo Lloris. Mongi. Kann man ja doch mehr sehen, okay. Varan will noch eine Pause haben, dann kriegt er die. Ist er kein Unmensch. Griezmann. Zusammen mit Ibrahima Kone. Coman vorne, das ist gut. Alain Saint-Maximin würde ich gerne noch nehmen. Wir werden tauschen mal die Seiten, das passt noch besser. Jan Mvila kann auch in der Mitte bleiben. Everything is alright. Chin up, I can't. Searching for the spotlight. She said, I'm scared. Somehow without any words. I just. Damit probieren wir's. Searching for an answer. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Algeria. What?
And La Masse, yes. Let's get going. Erstes Spiel gegen Algerien. Die haben eine gute Mannschaft und wir reagieren darauf. Sieht mal wieder eine richtige Lautstärke bringen, so. Wir sind die Favoriten Attacke. Wir gucken auf erweitert. Wir gucken die ganze WM auf erweitert. Wir müssen ein paar Folgen füllen. Gucken, was mit Testspielen währenddessen ist, wenn ich noch bei der WM sehen sollte. Ich trotzdem, wenn die Leute fit sind, gucke ich es mir an. Prüfe neue Taktiken, wenn sie nicht fit sind. Dann gehe ich sowieso im Urlaubsmodus durch das Spiel. Ich glaube, dass wir heute mehr offensive Durchschlagskraft erringen. Schwingen. Dass wir gerade wieder beschissen haben, aber das erste Mal nach 7 Jahren dürfen wir Roma machen. Short steps and deep breath. Everything is alright. Chill now. I can't search into the spotlight. She said, I'm scared. Somehow without any words. Da hat der enge Mann geblockt. Searching for answers. Ja, mit feurigen Star-Truppen komme ich selten gut klar, das haben wir schon gemerkt. Wenn die von Anfang an Stars sind, in Deutschland das hat super funktioniert. Das lag aber, glaube ich, auch eher an der Taktik. Wenn ich gesehen habe, was ich da mit Cottbus erreicht habe danach. Aber sonst komme ich eigentlich mit individuelle Klasse der Stars einsetzen ist nicht so meine Stärke. Brauche ich auch nicht bei meiner taktischen Fähigkeit. So, Dänemark hat schon gewonnen gegen Saudi-Arabien. Wie gesagt, vor 4 Jahren 1-1 gegen die Schweiz. Ich glaube, mit Mexiko verloren und gegen Mali dann gewonnen. Dann sind wir mit Mühe und Not durch die Vorrunde gekommen. Mal erleben. Erste Strophe übrigens von Everything's Alright ich immer aus Johnnys Sicht und die andere halbe Strophe aus Rivers Sicht. Really
Konterattacke. Was die Taktik eigentlich gar nicht will. Sieht die eigentlich auch so schön zum Mitsingen, ich kann zwar den Text überhaupt nicht. I'll ask you to fly away with me. Ich kann doch überhaupt nicht singen, aber ist egal. Wenn ich den Text halbwegs drauf kann, werde ich auch die Marseillaise irgendwann mitsingen. Je nachdem, wie weit wir kommen. Wenn ich das zeitig ausscheiden, kann ich sie nie. Bei Frankreich konnte doch, glaube ich, auch lange guter Einwurf. Das muss ich mir auch mal ansehen. Sich als Waffe verwenden können. Ihr merkt, ich habe jetzt in den Folgen immer einen Wechsel, mal einen Gaming-Mix und mal ein Soundtrack von diesen Spielen. Man merkt, die Taktik ist überhaupt nicht eingespielt. Ich komme hier überhaupt nicht in Fahrt. Das ist das dritte Spiel, dritte Taktik, aber damals bei Deutschland hat das auch super funktioniert. Dieses Tiki-Taka ist das ungewöhnlich. Ich meine, 4-2-4-System oder 4-4-2-System, ein bisschen verschoben. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was mein Team völlig unerwartet trifft. Gut, die kommen natürlich alles unterschiedlich verein, jeder spielt was anderes. Wenn ich gesehen habe, was Paris spielt, ist das natürlich ganz anders. Endlich, Tor! Antoine Griezmann. Bock mal auf Griezmann, die Stars unter sich machen die Führung. Gut ist eigentlich der Loris noch. Reicht. Ich habe den damals nie so gut gehalten und dann habe ich gemerkt, dass der bei Lyon und dann bei Tottenham eigentlich ein richtig guter ist. Und den schießt sie dann im Tor. Wenn es der Zinedine ist, dann hätten wir eigentlich nur schießen müssen. Wir haben es ja auch nur einmal aufs Tor geschossen, der war drin. Feuer. Heute ist auch die Chancenqualität schlecht. Beim ersten Mal war die Anzahl gut, die Verwertung schlecht. Beim letzten Mal haben wir die Großchancen ganz schlecht verwertet und heute haben wir eine schlechte Chancenqualität. Also 11 Schüsse, davon nur einer aufs Tor, 4 auf der Distanz, ist eigentlich überhaupt nicht meins. Ja, wenn wir da nicht querlegen, wird das natürlich schwierig. Ein sehr egoistisches Team zu haben. Haben wir auch Kings. Standardschützen habe ich jetzt keine eingestellt, das kriegen wir so hin. Stehen wir, das kann man nicht anders sagen. Der Game ist jetzt zweimal aus der Distanz gefährlich. Wir haben auch glücklicherweise diesmal schon ein Tor geschossen. Das anderen Spiele ja wirklich mal ewig gedauert hat. Spielt aber auch niemand ab. Eigentlich alle beim Teamwork gar nicht so schlecht, obwohl, na gut. Du hast doch bestimmt PPM Distanzschütze, oder? Ja. Mach ich überhaupt nicht. Kann sich ändern. Also einige Spieler sind überhaupt nicht drin.
Anders als damals mit den zwei Trainern vor 2 Jahren ist jetzt nur Cloud Saving da. Das heißt, boah, direkt ist absolut perfekt. Das heißt, ich muss wirklich hin und her stellen. Ich kann nicht sagen, ich bin gleichzeitig bei Frankreich und bei Cottbus. Das geht diesmal wirklich nicht. Damals waren ja zwei verschiedene Trainer da. Jetzt ist das einfach physikalisch nicht möglich. Ich muss mich, wenn ich 2 Spiele an einem Tag habe, entscheiden. Er holt aber auch einiges raus hier. Luca Zidane, das ist doch der Sohn von Zinedine. Ja, ich glaube, das ist der Sohn. Der spielt, genau, spielt bei Real in der Jugend bisher. Das ist doch bestimmt parosiertes Personal der Zinedine dabei, oder? Wissen wir nicht. Ist aber auszugehen davon. Wahrscheinlich Idol oder steht einfach der Vater, Familie oder sowas. Idol, na gut, Idol nicht, ist der Torwart. Wäre doof, wenn er jetzt 2-0, jawohl. Was heißt doof? Wäre nicht so sinnvoll, dass er jetzt den, den sie dann als Idol hat. Pogba. Kann man mal so machen. Dann war die Sicht verdeckt, deswegen hat er nicht reagiert, denke ich mal. Aber jetzt mit dem Klostermann-Transfer, dem Tickert-Abgang, jetzt kann ich mich wirklich ganz entspannt. Bledel müssen wir mal gucken, was wir in der Vorbereitung draus machen. Dann kann ich mich ganz entspannt zurücklehnen. Ab der Rückrunde werden dann meine beiden 16-Jährigen, die dann 17 sind, also der Torwart und der Mittelfeldspieler, werden dann eine größere Rolle spielen. Die will ich dann unbedingt in die erste Mannschaft einbinden. Vielleicht den Torwart. Zumindest wird der Stammkeeper in der zweiten Mannschaft werden. Ging das erste Mal durchkommen lassen, mal ein bisschen zusammenreißen wieder, Freunde. Ist das noch zu wenig? Und die Spieler werden natürlich irgendwann wieder völlig fertig sein. Jetzt spielen wir erstmal Tiki-Taka, das ist nicht so anstrengend wie das andere. Heute lassen wir den Ball im Gegner laufen. Das ist dann auch keine Taktik, die, wo ich nicht von überzeugt bin, sondern wo ich weiß, dass sie es kann. Das 3-4-3 ist vielleicht auch eine gute Idee, aber da vielleicht zu wenig Innenverteidiger dabei. Andererseits hilft mir das gegen meine... Ich habe einen einzigen Rechtsverteidiger. So, Freunde, jetzt reicht es aber langsam. Algerien erhöht nochmal den Druck. Die müssen jetzt auch was tun. Spielen wieder wird hier so ein komisches Libero-Tannenbaum. Libero-Juwelensystem. Ich spiele aus wie so ein Juwel. Slimani und Belfodil. Wer ist eigentlich Belfodil? Der sagt mir nichts. Sami Slimani nicht, der nicht. Das ist der Transporting. Sami Slimani, das war irgendein Internetstar. Oh, Paul Pogba verletzt. Oh nein. Nicht der Beste. Fällt leicht der Superstar für den Rest der WM aus und ich habe so Leute wie Martial zu Hause gelassen. Ich dödel. Und den von Arsenal habe ich auch zu Hause gelassen. Loris war doch, glaube ich, auch Linksfuß als Torwart, oder? Nur links, genau. Irgendwas hatte ich da noch auch noch vor Augen, dass der doch als... Ich mag Torhüter, die Linksfuß sind. In Cottbus hatten wir auch eine Zeit lang Thorsten Kirschbaum, der war auch Linksfuß. Oder ist immer noch Linksfuß, aber da war einer. Ich mochte mal Torhüter, die Linksfuß sind, weiß ich nicht warum, aber ich mochte immer mehr. Oh, Glanzparade. Wenn wir dann ins Achtelfinale kommen, dann werde ich auch mal gucken nach Elfmeterschützen. Ich muss heute gewinnen. In Saudi-Arabien sollten wir theoretisch gewinnen. Dann sind wir ja schon weiter. Jetzt geht Dänemark. Trotzdem anstrengen, aber kann man da ja ein paar Leute schon. Perfekt. 3-0. Ist auch in der Höhe vollkommen verdient. Pogba und Griezmann, meine Stars richten es heute. Algerien, die sind natürlich mit Frankreich viel verwandt. Es gibt viele algerische Einwanderer in Frankreich, deswegen haben auch viele Franzosen algerische Wurzeln und marokkanische. Und deswegen ist das eigentlich eine verwandte Bevölkerung, verwandtes
Spielermaterial. Das ist schon mal ein souveräner Auftakt, so kann man mal starten. Und der Game wird wahrscheinlich bei vielen noch so gehypt wegen der WM 2014, also Deutschland hat im Achtelfinale wirklich extrem in die Verlängerung getrotzt haben, wo Manuel Neuer ein paar Mal wirklich grandios retten musste, sonst hätte Algerien vielleicht sogar die Überraschung geschafft. Das ist doch schon mal ein souveräner Auftaktsieg, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Noch weiter 1-0. Also noch nicht vorbei, aber ich gehe mal davon aus, dass es so bleibt. Wie Deutschlands Handballer, das kann natürlich super laufen und dann scheiden wir im Achtelfinale aus, weil wir einen dummen Gegner bekommen, einen schlechten Tag erwischen oder wie auch immer, das kann natürlich immer passieren. Es ärgert mich dann natürlich tierisch, aber es ist nicht so wichtig, als wenn wir einen Cottbus ausscheiden. Das hier ist immer nur die Nebenbeschäftigung. Spaß nebenbei. Souveränes 3-0 zum Auftakt. Sehr zufrieden bin ich. Hoffen wir mal, dass Pogba nicht so lange ausfällt. Vier Monate. Pogba ist raus. So. Immer schön, so gut zu starten. Super Tor. Wir haben sehr gut gespielt. Pogba ist ein herausragender Fußballer. Das ist ein sehr harter Schlag. Mein bester Spieler fällt aus. Vier Monate. Am ersten Spiel gleich verletzt. Was soll denn das? Bitter, sehr bitter. Bitter, bitterer Fabio Bitteritti. Zickert gibt dir einen Rock, da kann ich endlich den zweiten Trainer wieder wegmachen. Scheiße. Also es gilt, glaube ich, erst ab übernächstem Jahr, oder? Ach so, nee, das ist für die nächste Saison schon wichtig, dass nur die ersten drei in die Champions League kommen. Das ist ja sehr scheiße. Damit ist es noch schwerer, in die Champions League zu kommen. So sowieso ein Jahr des Abstiegs werden bei uns. Also Abstieg meine ich natürlich nicht Jahr des Abstiegs aus der Bundesliga, sondern Abstieg aus der Spitzengruppe. Dieses so weit wie möglich abpuffern. In meinem vielleicht letzten Jahr als Trainer des FC Energie. Mittlerweile will mich wahrscheinlich fast jeder nehmen. Das läuft ja wieder wie ein Länderspiel heute. Drei Monate verletzt. Den hätte ich eh nicht verkauft, aber wir kriegen 22.000. Auch wöchentlich. Ich kann nicht wissen, was der französische Verband jetzt an Juve zahlen muss für die Pogba-Verletzung. Komm, Zickert, ich will deinen Transfer noch in der Folge abschließen. Bayer gespielt. Solide.
Lied ist eigentlich immer schlecht. Dafür, dass er ein Top-Spieler ist und bei Costa Rica spielt, muss solide eigentlich mehr sein. So, sehr schön. Bye bye. Zeit, sich einen neuen Trainer zu suchen. Henning wird. Was ist das? Kannst mich doch nicht verlassen. Reißt mir das jetzt ein Loch in meine Trainingsplanung? Ich würde sagen, hier machen wir Schluss. Beim nächsten Mal machen wir in der Vorrunde der WM weiter. Kaderplanung ist erstmal soweit durch. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.